Im Wesentlichen geht es ja darum, für uns als Museumsmitarbeiter Dinge zu erhalten. Das heißt, wir sind eigentlich dazu da, die Dinge für die späteren Generationen zu verwahren und zu erhalten. Guten Tag, ich bin Jochen Winkelbach, bin Restaurator und Werkstattleiter hier in den Museen im Ravensberger Park. Bin aber auch gleichzeitig Kustos, das heißt, ich bin zuständig für die Sammlung der beiden Häuser und kümmere mich um die Exponate. Das ist ein Exponat, was uns als erstes in den Sinn kam, als wir über das Ausstellungsthema gesprochen haben, oder kann das weg? Was bei dem Exponat eben ganz stark ins Auge fällt, sind die Reparaturen. Oder die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, um diese Schale zu erhalten. Diese sehr aufwendigen Reparaturen. Ich meine, jeder, der schon mal versucht hat, Porzellan anzubohren, um Metallspangen einzubringen, weiß, wie schwierig das ist und mit was für einer Mühe das passiert ist. Dieses Objekt zeigt und diese Reparaturen zeigen, dass das mal sehr, sehr stark wertgeschätzt wurde. Das ist nicht nur so, dass wir zu der Überzeugung kommen, das kann nicht weg, sondern das ist wahrscheinlich vor 70 oder 80 Jahren hat sich das auch schon jemand gedacht, nein, das kann nicht weg. Objekte in Museen, Gegenstände in Museen erzählen eine unverfälschte Geschichte. Das heißt, die werden nicht interpretiert, die werden nicht fotografiert, sondern die Besuchenden können sich selbst ein Bild davon machen, können sich die Sachen anschauen und können es selbst bewerten. Wenn ich etwas vor mir habe und ich sehe die feinen Poren oder ich sehe, wie es gemacht ist oder welche Schäden daran sind, dann kann ich mir eine Geschichte dazu deutlich lebhafter vorstellen. Die Begriffsdefinition Restaurierung heißt ja wiederherstellen. Dazu könnte man im weitesten Sinne auch das Reinigen von Exponaten nehmen. Um es noch komplizierter zu machen, die präventive Konservierung ist etwas ganz Entscheidendes. Wir schaffen Rahmenbedingungen, in denen dann die unterschiedlichsten Exponate, unterschiedliche Gattungen, sei es Metall, Holz, optimal gelagert werden oder verwahrt werden können und auch ausgestellt werden können. Es gibt Situationen, sagen wir mal bei einem Gemälde, wenn in einem wunderschönen Gemälde, was man sich gut angucken kann, wenn da eine Fehlstelle ist, dann ist diese Fehlstelle so prägnant, die eigentliche Aussage wird verfälscht. Das ist wie eine Leuchtreklame oder wie ein Unfall. Man möchte eigentlich hinkommen, man guckt zwangsläufig dorthin. Und das ist eben auch die Aufgabe der Restauratoren, genau diese Fehlstelle zu retuschieren, zu schließen, sodass die Gesamtheit wieder lesbar ist. Eine Zufriedenheit stellt sich ein, wenn ich das Gefühl habe, dass ich dem Objekt gerecht geworden bin. Tschüss.